Etliche hundert interessierte Bürger hatten sich am Samstag, dem 23. Februar, im Siedner Linnert eingefunden, um die Eröffnung des Bestattungswaldes Ruhestätte Natur Haltern Sieden mitzuerleben. Karl Otto Graf von Westerholt begrüßte die Anwesenden. Das ist ein Bestattungswald, das ist ja eine alternative Bestattungsform, die in den letzten Jahren immer mehr an Nachfrage sich stetiger Nachfrageerhöhung erfreut. Wir haben in Westerholt ein ähnliches Projekt schon realisieren können vor 3 Jahren. Und so war das jetzt eigentlich so eine Folgeidee, dass wir gesagt haben, vielleicht können wir sowas auch in Haltern realisieren. Und dann ist der Rat auf uns zugekommen irgendwann und hat gesagt, Mensch, es gibt die Bevölkerung, hat auch Interesse daran. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben letztendlich dieses Projekt dann entwickelt. Und heute haben wir es eröffnen können, was natürlich dann sozusagen der Höhepunkt der ganzen Entwicklung ist. Bürgermeister Bodo Klimpe überbrachte die Grüße der Stadt Haltern. Er freute sich, dass eine alternative Waldbestattung jetzt auch in Haltern am See möglich ist. Diese Ruhestätte ist in der Tat gewünscht. Wir haben uns ganz intensiv damit im zuständigen Fachausschuss von Herrn Kaiser beschäftigt. Wir haben ganz, ganz lange darüber diskutiert, haben uns natürlich dann auch Ihre Ruhestätte in Westerholt angeguckt, auch andere, und sind gemeinschaftlich zur festen Überzeugung gekommen, dass das hier wirklich der geeignete Ort ist, um das auch hier der Halterner Bevölkerung anzubieten. Mit musikalischer Unterstützung durch die Jagdhornbläser des Hegerings Marl und Küster Ingo Lücke am Keyboard schloss sich ein ökumenischer Gottesdienst an, der von Pfarrer Klaus Mantai und Pastoralreferentin Mechthild Heimann zelebriert wurde. Und nun stehen wir hier im Wald und feiern einen Gottesdienst, weil hier ein Ruhewald, ein Friedwald, eine Ruhestätte mitten in der Natur eröffnet wird. Ich kenne die Ruhestätte in Westerholt schon. Es ist eine Möglichkeit, die ich eigentlich sehr gut finde. Es gibt gerade auf den kommunalen und kirchlichen Friedhöfen sehr viele Gräber, die verwaist sind, weil die Menschen einfach nicht mehr die Möglichkeit haben, Gräber zu betreuen, weil sie weit weg wohnen, weil sie vielleicht auch alt und gebrechlich schon sind. Und das macht einen traurig, wenn man so viele Gräber sieht, die verwaist sind. Ich hoffe, dass ganz viele Menschen den Platz vor diesem Kreuz aufsuchen werden. Zum Ausruhen, für ein stilles Gebet oder zum Verweilen in der Natur. Ich wünsche mir, dass viele Menschen vor diesem Kreuz Ruhe finden und Trost erfahren. Pastoralreferentin Heimann segnete zum Abschluss des Gottesdienstes das Kreuz im Bestattungswald. Es schlossen sich Führungen an. Dabei wurden die für eine Bestattung vorgesehenen Plätze an einem Baum gezeigt und die verschiedenfarbigen Plaketten als Symbol für eine Familien- oder Gemeinschaftsruhestätte erklärt. Im Prinzip haben wir, sind Bäume ausgewählt worden, vor allen Dingen natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Vitalität ausreichend ist für die Laufzeiten. Und der Wald ist hier gewidmet bis 2117 als Bestattungswald. Und man kann sich einen Baum aussuchen, man kann sich Plätze am Baum aussuchen. Da gibt es verschiedene Variationen, aber im Prinzip ist es genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Man sucht sich einen Platz aus und dann kann man sich dort beisetzen lassen oder man lässt eben einen Angehörigen dort beisetzen. Bei Bestattungen steht den Trauernden die vorhandene Infrastruktur in Sieden zur Verfügung. Anmeldungen seien telefonisch beim Büro in Westerholt bzw. nach Vereinbarung auch in Sieden möglich. Telefonisch ist so der Hauptkontakt, beziehungsweise gerne eben auch per E-Mail. Wir sind erreichbar. Wir haben einen Mitarbeiter, der hier auch wohnt in Sieden. Das Büro in der Mühle, es wird nicht die ganze Zeit besetzt sein. Das ist eher so der Ort, an dem man sich zurückziehen kann zum Kundengespräch. Aber ist die Kapelle im Schloss, ist ja ein sehr schöner Ort, der sicherlich, wir haben da mit dem Schlossverein auch schon gesprochen, der den gerne auch zur Verfügung stellt für Trauerfeierlichkeiten. Ein Ort, der sich anbietet, weil er auch in Laufentfernung ist. Und für denjenigen, der hier jemanden beisetzt, wenn er denn hinterher noch einen Beerdigungskaffee oder sowas machen möchte, bieten die Räumlichkeiten natürlich auch tolle Möglichkeiten. Und es ist in Westerholt so, aber auch hier wird es so sein, dass an den einzelnen Bäumen auch die Namen und Geburtsdaten und Sterbedaten angeschrieben werden, dass es nicht anonym ist, sondern dass
man sieht, da ist eine Person bestattet, nicht ein XY. Die Erfahrungen mit dem Bestattungswald in Westerholt sind gut. Dort ist ein steigender Trend zur Baumbestattung zu spüren. Wir merken in Westerholt eine sehr, sehr große, hohe Nachfrage, sind in Westerholt natürlich auch mitten im Ballungsraum. Das ist sicherlich auch nochmal ein ganz anderes Moment als hier, wo wir tatsächlich mehr auf dem Land sind. Das Schöne ist eben, dass man so übers Jahr verteilt, wenn man hier zu Besuch kommt, das ist wie ein Spaziergang und es ist immer ein anderes Bild. Die Sonne scheint nicht, es liegt Laub, es ist Laub an den Bäumen. Es ist einfach ein toller Gang durch die Jahreszeiten und die Jahreszeiten sind eigentlich auch diejenigen, die praktisch die Ruhestätten pflegen. In Westerholt haben wir mittlerweile über 1000 Beisetzungen gehabt und dann gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit, Plätze in Vorsorge zu erwerben. Also eine erkleckliche Zahl ist da mittlerweile zusammengekommen. In der kommenden Woche finden bereits die ersten Beisetzungen im Siedner Linnert statt. Die Organisatoren gehen davon aus, dass die Nachfrage auch in Siedner steigen wird.